Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Folge vom Angezockt Eden Crafters. Wir haben zuletzt ja mal reingeschaut und ich habe mich entschieden, ich mache noch eine Folge, die mit der aufgehenden Sonne hier, sodass wir nochmal schauen können. Vielleicht geht es schon ein bisschen in Richtung Terraforming, dass wir dort vielleicht schon sehen, wie sieht das aus. Aber auch, wie ist das Gameplay so? Habe ich mir überlegt, machen wir noch eine Folge. Mich hat zwischenzeitlich interessiert, ich habe offscreen ein bisschen was gemacht, ein bisschen Material gesammelt, das war ein bisschen Fortschritt auch sehen. Mich hat interessiert, was passiert eigentlich, wenn ich die Erde hier abbaue, geht das Wasser dann auch bis dahin? Und ja, man sieht es, das Wasser geht also tatsächlich bis dahin. Ich weiß nicht, ob es generell so ist, wenn man tief genug buddelt, dass dann der Meeresspiegel dann automatisch das Wasser da drin ist, also Grundwasser, oder ob das dann ja, direkt hier reinfließen muss, aber es ist erstmal so gemacht, dass das Wasser dann da reingeht. Gut, eine neue Erkenntnis und dann haben wir ja die Aufgabe bekommen, wir sollen einen Advanced Miner bauen. Ich hole mir erstmal kurz Luft, Sauerstoffvorrat auffüllen. Ja, ich habe mir überlegt, wo machen wir das? Wir haben hier eine Erzlagerstätte und irgendwo da hinten haben wir auch noch eine große Erzlagerstätte, aber ich habe mich erstmal für die kurzen Wege entschieden. Und das heißt ganz einfach, dass ich den hier jetzt leer mache. Dann baue ich den ab. So, da haben wir ein bisschen was an Ressourcen gekriegt, aber nicht alles. Ne? Wir haben. Doch, wir haben in dem Fall haben wir alles gekriegt. Gut, und dann bauen wir das fortgeschrittene Ding hier hin. Verbinden Sie den Advanced Miner über ein Förderband mit einer Schmiede. Na, siehst du mal einer an. Das heißt, wir können hier trotzdem Zeug rausnehmen, aber jetzt geht es ja um die Automatisierung. Hier ist dann das Förderband offensichtlich dran. Das heißt, wir müssen eine Schmiede bauen. Ich habe mir aber auch überlegt, unsere Basis ist ja so winzig. Da können wir mal. Ah, hier ist es. Guck mal einer an. Das Förderband. Das ist neu. Radaranalyse. Scannen Sie den Planeten nach großen Erzvorkommen. Auch interessant. Hier haben wir jetzt einen Rotor, den haben wir schon gebaut. Den hatte ich aber eigentlich für was anderes vorgesehen. Hier ist übrigens ein Teileproduzent. Und hier ist dann die Schmiede. Also es geht tatsächlich hier deutlich mehr um Automatisierung, gar nicht so sehr um das Handgemachte. Sodass man dann quasi die Komponenten, die man braucht, alle automatisch herstellen kann. Das ist dann eine Platzfrage, wie wir das alles hinbekommen. Aber weil wir gerade bei der Platzfrage waren, ich baue mir hier auf jeden Fall noch, was haben wir hier? Ach, Solarpanel können wir inzwischen auch bauen. Und das produziert sogar Nachtstrom. Interessant. Das ist dann wahrscheinlich interessant, wenn man auch noch Batterien hat, sodass man tagsüber die Energie speichern kann. Hat er uns noch mehr Wände, Innenwände gemacht. Ja, Baupläne, da gibt es dann doch Stück für Stück eine ganze Menge. Ich hatte eigentlich vor, in Richtung Terraforming zu gehen und hier diese Wasserpumpe zu bauen. Deshalb hatte ich mir die Komponenten dafür genommen. Ich weiß allerdings nie, was die macht, wofür die dann tatsächlich gut ist. Wo man die hinstellen sollte, können, muss. Vielleicht warten wir drauf, bis er uns da die entsprechende Ansage macht. Wir brauchen jetzt, wie gesagt, eine Schmiede. Die können wir bauen. Achso, und ich wollte, ja, ich wollte doch die Basis erweitern. Ich wollte hier noch einen Wohnraum dran bauen. Wunderbar. Und jetzt könnte man hier auch einen Wohnraum dran bauen. Mal sehen, wie das dann aussieht. Ja, schau einer an. Dann haben wir hier in der Mitte so eine Säule. Eine recht große Säule. Aha. Alles klar. Gut. Schmiede. Auch 3 Megawatt. Wir haben. Müssten genug haben. Denn das Ding macht 7 Megawatt. Und, oh, jetzt ist aber groß geworden. Vielleicht sollte ich dann hier hinten nochmal eine Tür reinmachen, dass man von beiden Seiten rein kann. Und das Ding braucht, wenn es arbeitet, das kann jetzt sogar richtig viel lagern, braucht das 3 Megawatt meines Wissens. Also die Schmiede auch.
Jetzt müssen wir mal gucken, in welche Richtung. Dort geht's rein, da geht's raus. Wie machen wir das mit dem Level? Kann das Förderband unterschiedliche Höhen zurücklegen? Das ist aber auch nicht schön. Ne? Jetzt schwebt das hier in der Luft. Baurezept Schließfach. Container 1 und 2. Schließfach, großer Behälter zum Aufbewahren von Gegenständen. Gut, und dann schauen wir mal, was das mit dem Förderband jetzt auf sich hat. Das dreht aber verkehrt rum, oder? Transportiert Gegenstände zwischen Maschinen. Ja, doch, macht er. Gut. Und was macht die Schmiede? Da muss ich jetzt sagen, welches Rezept. Neues Ziel Terraforming. Die Atmosphäre enthält einen sehr geringen Anteil an Sauerstoff. Führen Sie Vegetation ein, um eine nachhaltige Sauerstoffquelle zu schaffen. Das machen wir. Dazu sollen wir diese Wasserpumpe bauen. Jetzt muss an einer Küste platziert werden. Zwischendurch immer mal was essen, das durfte man nicht vergessen. Und jetzt brauchen wir Eisenplatten. Das ist aber das geringere Übel. Eisen haben wir, glaube ich, relativ viel. Was hat man gesagt? 4 Stück. Da brauchen wir dann aber wieder Strom, ne? Guck mal. Was brauchen unser Windgenerator? 4 Eisen. 5 Eisenplatten und 4 Eisenstangen. 4 Eisenstangen. Und 5 davon. Gut. Da haben wir ja gelernt, die werden automatisch angeschlossen. Die drehen sich auch in die gleiche Richtung, dass die nicht so sehr überlappen. Doch, sie kollidieren. Das stört uns aber jetzt erstmal nicht. Das ist eine Demo. Dann bauen wir das Terraforming hier irgendwo hin, an in der Küste. Wie rum? Ist das egal, wie rum? Nehmen wir mal an, das Wasser wird von dort gepumpt und in diese Richtung dann irgendwie. Produziert. Sehr schön. Ein Gewächshaus soll noch produzieren. Das schauen wir uns auch gleich noch an. Baumgewächshaus. Da brauchen wir Fenster, Biomasse, Eisenplatte. Also, Fenster ist das die große Herausforderung. 10 Stück. Da brauchen wir Silizium, richtig? 10 Silizium für 10 Fenster. Das kann man dann wahrscheinlich alles automatisieren. Wir haben ja jetzt gesehen, dass die Schmiede für uns arbeiten kann. Da muss ich dann noch einstellen, was die machen soll. Idealerweise Eisenbahnen. 4 Eisenplatten. Und, ne, so rum, 10 mal Biomasse, oder? Ja. Da gucken wir uns zuallererst mal schnell an, dass wir die Schmiede irgendwie eingestellt bekommen. Ach, hat er schon automatisch gemacht, Eisenbahn. Alles klar, dann nehmen wir uns die Eisenbahn mit. Dann gucken wir mal, wie dieses Baumgewächshaus. Da ist ein Ausgang. Da ist Wasser.
Jetzt müssen wir irgendwie das Wasserrohr verbindet mehrere Wasserleitungen zu einem größeren Wassernetz. Das ist schön. Da müssen wir uns aber offensichtlich. Kann man hier Bodendünger? Bewässert den Boden und verbreitet grundlegende Pflanzensamen. Also jetzt brauchen wir erstmal Eisenplatten in rauen Mengen. So, kurzer Schnitt und damit haben wir genug Eisenplatten. Und dann bauen wir uns ein richtig tolles Wassernetz. Oh, wo stellen wir das hin? Hier hin. So, und jetzt zeig mal, kannst du uns jetzt auch ganz geschickt Rohre bauen? Can't place this here. Na und? Können wir das direkt dort anflanschen eigentlich, das Ding? Nee. So, probier mal. Kannst du es jetzt hier anbauen? Das geht. Und dann kannst du von hier da dran gehen. Schick. Naja, schick ist anders. Ich weiß, huch, da ist automatisch drüber gelaufen. Baumgewächshaus. Der macht jetzt Biozeug. Na schön. Braucht man nicht mehr unseren kleinen Pflanzkübel. Warte, dass man hier reingehen kann. Sieht aber schick aus. Dann braucht man nicht mehr unseren kleinen Pflanzkübel hier drüben. Einen Bodendünger. Fünf Biomasse. Naja, die haben wir doch. Kann man den dann auch automatisieren, dass der automatisch die Biomasse aus dem Haus, aus dem Pflanzending hier kriegt? Wir gucken mal. Sieht nicht so aus, aber Wasser kann man, muss man glaube ich dran machen, so wie es aussieht. Hat einen Wasseranschluss. Neues Rezept, Essensbox. Null Wasser. Du hast das Tutorial abgeschlossen, drücke J, um die Rubrikaufgaben zu sehen. Alles klar. Sollen also noch ein bisschen was machen. Na, jetzt sind wir quasi frei in unserem Tun. Gehst mal dahin. Ach, warte mal, da baust du gleich mal noch einen Verteiler. Davon kannst du nie genug haben. So, und jetzt sagt er düngt. Round 0% gedüngt. Boah. Wir stapfen wieder zurück zu unserer Basis. Dann lass uns mal schauen, was essen kannst du mal. Jetzt können wir die Essenbox produzieren. Wo kannst du die produzieren? Hier nicht. Da könnte man auch einen Sauerstofftank, den haben wir ja schon gebaut. Und hier haben wir die Essenbox. Lebensmittelglas. Verbrauchsgegenstand, wenn es verwendet wird, stellt es ihre Gesundheit wieder her. 30. Das macht 50, ja, also das Lebensmittelglas macht ja gar keinen Sinn. Da brauchen wir Rohstoffe dafür. Dann arbeitet man lieber mit Lebensmittelration, da braucht man keinen Quarz. Und dann mit der Essenbox. Boah. Wunderbar.
wir das schon mal. Was hat er denn uns noch für Baupläne gegeben? Ein Teileproduzent. Damit brauchen wir dann selber nicht mehr die Teile produzieren einzeln. Das ist gut. Radaranalyse, den Scanner. Das wäre interessant zu schauen, was er uns dann. Nee. Ob er uns das dann hier anzeigt auf unserer Karte. Hier ist ja das Wasser. Hier ist unser Wrack. Na. Unsere Basis, hier haben wir unser Wassernetz. Ah, das zeigt an, und hier ist unser Förderbandnetz. Ah, schön. Ja, da kann man sich richtig austoben jetzt, ne, mit Arbeitstisch, Montagebank haben wir alles. Boden, ah, da kann man wieder auffüllen, Boden auffüllen offensichtlich. Schön, wie kommt man eigentlich nach oben, wenn man die übereinander stapelt, die Module? Das geht ja auch. Na, wir können ja hier oben drauf ein Modul stellen. Kommen wir bloß nicht hin. Ich meine, mit einer Außentreppe, ja. Und dann oben eine Tür reinbauen, irgendwo. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Wollen wir mal so ein Ding bauen. Zwei Eisenplatten, Eisenstangen. Hast du keine Eisen. Eisenbarren. Die kannst du dir aber holen. Das müssen wir uns noch angucken, wie wir dann da hoch, ob man dann die Basis erweitern kann irgendwie. Hatte ich jetzt mir angeguckt. Radaranalyse bauen wir auf jeden Fall auch. Ich war aber gerade ganz woanders. Achso, beim Schrank war ich hier, ne? Zwei Eisenstangen. Kann man den hier in die Wand reinbauen? Nein. Und kann ihn aber an die Wand dranhängen. Okay. Ja. Kann man machen. Könnte sich noch ein Fenster bauen, dass es nicht so dunkel hier ist. Hier haben wir nämlich ein Fenster. Da kann man rausgucken, sehen wir, dass Nacht ist. Ja, lass uns nochmal schauen. Sauerstoffkapsel haben wir. Wir können weiter automatisieren. Ich möchte aber den Scanner bauen. Brauchen wir Leiterplatten und Rotor. Für den Rotor brauchen wir Gummi. Brauchen wir zwei Gummi. Und Kupfer brauchen wir auch. Kupfer ist ein bisschen Mangelware tatsächlich zurzeit. Aber da keine große Kupferlagerstätte bisher haben. Wie viel brauchst du denn? Zwei Kupferkabel. Ach nein. Jetzt habe ich Kupferplatten gebaut. Ich bin ein Depp. Ich hätte doch Kupferbarren gebraucht. Na gut, dann müssen wir nochmal losziehen. Was brauchen wir noch? Nochmal Gummi, ja. Und Leiterplatten, was braucht man denn für Leiterplatten? Silizium. Silizium können wir aber bauen. Wie viele Leiterplatten brauchen wir da? Zwei. Ah, da brauchen wir sowieso die Kupferplatten. Also haben wir sie nie umsonst gebaut. Hui, haben wir Glück gehabt. So. Geht die Sonne auf? Immer noch nie. Wenn es dunkel ist, finden wir das Kupfer nie.
Bin gerade dabei, Kupfer zu holen. Inzwischen ist diese Sonne auch aufgegangen, sodass wir auch was sehen zusammen. Hier ist die andere große Eisenlagerstätte gewesen, was ich sagte. Für Kupfer haben wir sowas noch nie gefunden. Übrigens ein ganz interessantes, ja, Gameplay. Die oder Spielmechanik, sagen wir es mal eher so. Wenn ich renne, geht der mittlere Balken, die Batterie sozusagen, geht da runter. Auch große Eisenlagerstätte. Na? Und wenn ich hier abbaue, geht das ebenfalls runter. Das heißt, wenn man die ganze Zeit nur am Rennen ist, hier haben wir eine große Quarzlagerstätte. Da können wir einen automatischen Montierer bauen. Ja, wenn man jetzt die ganze Zeit am Rennen ist und die Energie verbraucht hat sozusagen, dann hat man das Problem, dass man dann auch nicht mehr scannen kann. Und wenn man die ganze Zeit scannt, hat man das Problem, dass man dann nicht mehr rennen kann. Und wir müssen jetzt dann rechtzeitig zurück zu unserer Basis wegen Sauerstoff. Hier rennt er automatisch drüber, ne? Da braucht man jetzt sich keine Gedanken machen. Also wir hätten mal beim Dünger gucken können, ob der schon was gemacht hat. Gut, sind wir erstmal zurück. Wir brauchten jetzt Kupferbahnen. Und dann brauchten wir zwei Kupferkabel, richtig? Und was wollten wir uns bauen? Das Ding, da brauchen wir einen Rotor dafür. Wie viel Energie braucht das? 4. Wie sind wir denn jetzt von der Leistung her? Wir haben 14 Megawatt haben wir. 10 Megawatt wird gerade abgefragt. Dann stellen wir mal das Ding hier irgendwo hin. Aha. Das ist wahrscheinlich Kupfer. Das ist Eisen, das kennen wir. Quarz haben wir gerade gefunden. Hier ist Kupfer. Das Blaue könnte Kobalt sein. Aha. Gut zu wissen. Was ich natürlich auch jederzeit machen könnte, ist mir wieder ein Wohnmodul zu bauen, wenn ich genug Material dabei habe, sodass ich dann unterwegs Sauerstoff tanken kann. Wenn wir wissen, dass da hinten in der Gegend die anderen Rohstoffe zu finden sind, oder auch hier. Das ist alles auf dem Haufen, aber das ist dann bergisch, ne? Hier geht es einen Berg hoch. Dann kann man sich dort eine zweite Basis bauen. Jetzt werden die auch oben im Kompass angezeigt, die Symbole. Wird die Heimatbasis angezeigt? Ja, die wird auch angezeigt. Da das Häuschen und unser Raumschiff. Schön. Jetzt zeig mal du hier. 24% hast du gedüngt bisher. Energie sind bloß 94% da, weil er jetzt möglicherweise zu viel Energie benötigt. Ja, gar kein Problem. Da bauen wir noch ein Windrad. Das können wir ja problemlos bauen. Eisenplatten und Eisenstangen können wir uns ja zusammensammeln. Huch, wieso bist du jetzt in der dritten Person? Ah, okay. Das ist dann wohl das Ende der Demo. Dürfen wir nicht weiterspielen? Macht nichts, schade. Ich hätte gern noch ein bisschen gesehen, wie das Terraforming voranschreitet, aber jetzt scheint eine Monsterwelle zu geben und uns erstmal wegzuspülen. Okay. Ja. Haben wir zumindest gesehen, wo es drauf hinausläuft. Das Spiel ist noch nicht draußen, es ist erstmal eine Demo. Irgendwann in 24 soll das Spiel erscheinen. Für heute verabschiede ich mich. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.